Und damit nach langer Abstinenz, moin moin und willkommen bei Hardcore Colonization. Ja, sorry erstmal, dass die Woche so gar nichts geklappt hat, aber da kommt gerade alles zusammen irgendwie. Auf Arbeit viel zu tun, dann ist noch irgendwie Vorweihnachtszeit. In diesem Sinne auch erstmal einen schönen dritten Advent an euch alle. Und irgendwie habe ich keinen einzigen Livestream gebacken bekommen. Den heute musste ich auch verschieben, weil wegen Weihnachtszeug, so Weihnachtsmarkt und so Krimskrams. Ja, aber jetzt, last but not least, haben wir es ja doch noch geschafft und werden uns heute mal wieder mit Kerbal Space Program verlustieren. Aber jetzt erstmal ein ganz liebes Hallo an alle, die schon da sind. An den Jonas, den Thorsten aus Mainz, den Anthrax, den Freedom Nerd, den Coffee to Games, den Mickey, den Etienne, Senfsoße, den Schnorpel, der Daxa und den Neo und den Bierbauch, der auch gerade noch sich gemeldet hat und natürlich auch an alle anderen Zuschauer. Und weil es schon wieder während dem Vorspann passiert ist, kurzes Replay. Dankeschön an den Thorsten für den vierten Monat Subscription in Folge. Vielen lieben Dank und ja, weiterhin viel Spaß beim Zugucken. Das wird ja langsam bei manchen ganz schön lange schon mit der Subscription. So, und es gibt heute natürlich auch was zu trinken. Heute gibt es ein Kellerbier von Engel aus dem schönen Crailsheim. Und da sage ich jetzt erstmal Prost, denn heute muss ja gar kein Kaffee sein. Ist ja spät genug. In diesem Sinne, Prost erstmal an alle. Und was machen wir heute hauptsächlich? Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich an der Konzeption der Duna-Basis. Also wir werden heute einen ziemlich bastellastigen Stream haben. Ich werde zum Ende des Streams noch, ich kann euch das mal auf der Alarmglocke zeigen. Die Viper ist ja auf dem Rückweg vom Mond zum oder vom Moon zu Kerbin, um dort die Besatzung der Moon Space Station Schrägstrich der Moonbase Bravo abzuliefern an der Kerbin Space Station, damit wir die dann landen können. Das werden wir zum Schluss des Streams noch machen, aber den Großteil des Streams werden wir heute hier verbringen im Spaceplane Hangar und werden weiter konzeptionieren an den Modulen der Duna-Raumstation, damit wir die in einem Jahr und 253 Tagen dann abschießen können, damit das schon mal fertig ist und wir uns darum nicht mehr so einen riesen Kopf machen müssen. So, dann springen wir da auch gleich mal rein. Ich hatte ja letztes Mal schon fröhlich gebastelt. Sinn der ganzen Konzeption ist es natürlich, mit einem möglichst niedrigen Part-Count unterwegs zu sein, damit wir an Duna nicht so ein Monsterleck haben und eine Raumstation zu bauen, die langfristig durchhalten wird. Wir sind letztes Mal schon mal so weit gekommen. Ich habe mal angefangen hier vorne mit einem Probe Core. Dann da hinten, also das ist aber nur, damit ich später Sub-Assemblies draus machen kann. Der Probe Core kommt nicht mit. Dann haben wir ein Modul für die Stromspeicherung und Stromerzeugung. Haben das erste Docking-Modul mit Anbauparts. Dann ein Pioneer-Modul, da können wir uns gleich nochmal angucken, was das genau macht. Dann ein Agrikultur-Modul, ich vermute mal, ich weiß, was das macht. Das sollte hoffentlich, hoffentlich Nahrungsmittel herstellen. Und nochmal ein Docking-Modul, soweit sind wir letztes Mal gekommen. Da würde ich heute gerne ein bisschen weiter konzeptionieren und einen kleinen Testlauf auf dem Runway machen. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal noch ein bisschen bauen. So, wir gucken mal ganz kurz in die Kolonisierungsmodule rein. Und zwar suche ich das Pioneer-Modul. Medical Bay. Pioneer-Modul. So, also das Pioneer-Modul kann prinzipiell als Recycler dienen für 70% der, des Verbrauchs und betrifft vier Crewmitglieder, alles klar. Kann als Logistics-Consumer arbeiten, als Probe-Control-Point, hat einen Power-Coupler mit drin, muss dafür aber gelandet sein, okay. Ressourcendistribution, okay. Kann ein bisschen Strom speichern und ein bisschen Machinery und Recycles. Also für uns hauptsächlich wahrscheinlich interessant ist dann der Life-Support-Recycler. Hat auch Kerbnet-Access. Und wir haben eine Onboard-Testing-Facility, mit der wir Level aufsteigen können. Ist für uns aber nicht ganz so wichtig, weil wir das in den Optionen umgeschaltet haben. So, dann haben wir das
Agrikulturmodul, da gucken wir jetzt auch noch einmal kurz rein. Hatte ich doch hier eben da. Das da, das 2,5er. Also, das ganze Ding kann auf jeden Fall schon mal Bonus to Research, was auch immer. Benefits from Efficiency Parts, Greenhouse. Okay, das müssen wir uns nochmal angucken. Ba, 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 ba. So, wir können Substrate, Wasser, Organics und Recyclables. Nee. Organics und Recyclables. Ich frage mich, ob wir auch. Ah, Supplies, sehr schön. Also mit Mulch, Fertilizer, Electric Charge Machinery können wir Supplies herstellen und Recyclables. Das heißt, wir müssen noch gucken, dass wir entsprechend ein bisschen Fertilizer anbauen. Das werden wir wahrscheinlich dann auch in die Nähe des Moduls bauen. So, lasst uns gleich mal gucken. Ein Fertilizer-Tank. Life Support, Fertilizer 2,5. Jawohl, der sollte hier ganz gut dazwischen passen. So, dann haben wir hier nämlich schon mal. Jawohl. Dann haben wir hier schon mal einen Fertilizer. So, das ist auch schon mal ganz gut. Den werden wir nämlich auch brauchen. Warum werden denn nicht die großen Docking-Ports benutzt? Tatsächlich, weil ich diese optischen Übergänge nachher haben möchte, wenn ich das verschmelze. Also wenn ich die zusammendengel, möchte ich gerne diese optischen Übergänge haben, dass das nicht nur eine längliche Wurst ist, sondern dass man diese Verjüngung hier drin hat. Deshalb benutze ich mit voller Absicht die kleinen Docking-Ports, weil ich das optisch ein bisschen ansprechender finde, wenn da ein bisschen Abwechslung drin ist. Ich hoffe, das erklärt Arid, warum ich da die schmalen Segmente benutze. So, jetzt wollte ich nochmal nachgucken, wie viel wir eigentlich verbrauchen. Wir verbrauchen, um Agroponics zu machen, verbrauchen wir 0,04 Machinery pro Tag. Okay, das wird richtig lange halten. Sollte okay sein. Hier drin ist auch noch Machinery. Wir können auch mal gucken, ob wir dann nicht irgendwo noch ein Supply-Modul ranpacken. Expandable Habitat. Inflatable Storage. Das Expandable Habitat wäre natürlich noch spannend, ob man das nicht. Ich guck mal kurz. Ob man das nicht hiermit anbaut. Wie funktioniert das? Okay. Auf welchem Planeten sind wir bei HKK Quadrat eigentlich? Also das hier ist die Vorbereitung der Duna Space Station. Wir sind im Moment auf Moon und Minmus und bereiten uns darauf vor, Duna zu erobern. So. Die Expandable Habitats finde ich eigentlich gar nicht so schlecht dafür. Ich überlege nur gerade, ob wir die schon fest verbauen oder ob wir die tatsächlich auch modular machen. Die sind ein bisschen groß, ne? Was brauchen die denn, um aufgeblasen zu werden? 1000 Material Kits. Genau, der Moon ist jetzt leer geputzt erstmal, damit wir uns um den nicht mehr kümmern müssen. 1000 Material Kits und dafür sind die doch schon ganz schön groß, bevor sie aufgeblasen sind, ne? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Okay, jetzt schauen wir erstmal, was uns die anderen Module noch so bringen, potenziell. Also, ein Colonization-Modul. Life Support Extender kann Colony Supplies konsumieren. Pushes back onboard Kerbals, Hab und Home Timer. Das ist natürlich prinzipiell spannend, muss ich sagen. Da wir dadurch länger durchhalten, wäre aber dann auch eine modulare Erweiterung. Kirby-Tarts sind Hab-Quarters. Sehr schön. Okay. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen, damit wir eine Weile durchhalten. Und die haben. Oh, die haben 90,5% Life-Support Recycler. Sehr schön. Ich tendiere gerade dazu, auf jeden Fall
einen Kirby-Tart mitzunehmen. Jetzt lasst uns mal kurz die Constructions machen. Ich würde jetzt mal als erstes in dem Bereich hier, in die Breite gehen. Da können wir uns, glaube ich. Wo ist denn Construction da? Da können wir uns, glaube ich, erstmal die Optik anschauen, wie das so wirkt. So. Zack. Und dann nehmen wir uns ein Kirby-Tart mit. Schwupp. Okay, das sieht sogar relativ cool aus, muss ich sagen. Und jetzt wäre noch die Frage, wollen wir da noch einen kleinen Tank ranbauen? Inflatable Storage Module, wie sieht das aus? Wir das nachher aufblasen? Ach, das geht jetzt wieder nicht. Doch, warte mal. Das wird mehr, wenn man es aufbläst. Ne. Hä? Ach, das kann ich wieder nicht deployen. Kirby Tart mit Dings. Expandable. Ich gucke gerade, wie wir das kombinieren können. Auf eine schöne Art und Weise. So dass das später auch gut aussieht. Das sieht nicht so aus, ne? Nee, das machen wir nicht. So, okay, wir können das ja auch erstmal so machen. Ich überlege jetzt nur gerade, was man hier noch sinnvoll mit ranbauen könnte. Wahrscheinlich ja irgendeine Containereinheit oder sowas. Containers, nee. Logistik. 2,5er Container. Weil ich würde gern die seitliche Ausbuchtung natürlich dafür nutzen, dass wir hier auch ein bisschen was einspeichern können. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier sagen, wir speichern hier Material Kits für später mal. Dass wir, wenn wir Sachen bauen wollen und aufblasen wollen und so weiter, schon mal ein bisschen Material Kits zur Verfügung haben. Und das nicht nur vor der Optics. Was mit den aufblasbaren Containern? Die gibt es in groß. Aufblasbare Container in groß. Meinst du den da? Den habe ich bisher nur in der Größe. Yengsan, vielen lieben Dank für den 5. Monat in Folge, auch mit großen Schritten unterwegs in Richtung halbes Jahr. Vielen lieben Dank und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, die dich auch für den Sprit benutze, aber damit meinst, ach so, diese kleinen Hässlund-Dinger. Wo habe ich die denn hergehabt? Du meinst die Dinger, die ich an der Raumfähre dran habe, oder meinst du das, was ich auf der Raumstation habe? Weil auf der Raumstation habe ich den hier. Auf der Raumstation habe ich tatsächlich den hier dran. Also auf der Minmus-Raumstation. An der kleinen Raumfähre habe ich diese aufblasbaren Fuel Tanks. Das sind die hier, meinst du? Aber in groß habe ich die noch nicht. Ich glaube, ich habe die lediglich so. So Teile. Wie unelegant. Wie fürchterlich unelegant. Ja, ich weiß nicht. Kann man schon machen? Vielleicht nehmen wir tatsächlich irgendwo zwei mit, um Pufferspeicher zu haben für. Für Fuel, aber sie sehen halt echt nicht aus, ne? Das muss man schon sagen. Also ich finde, wenn die leer sind. Hey, Katie Op. Yeah, it's probably because it's German. But if you have any questions, feel free to ask in English. I guess most of the guys can answer you in English. I can also. But the stream is German spoken. Ja, also ich finde, so sind die noch relativ subtil und angenehm. In aufgeblasen finde ich sie echt hässlich. Da würde ich dann eher sagen, dass man ein Inflatable Storage Module nimmt, wenn man unbedingt Speicher haben will.
Ja, als Notfalltank. Aber dann würde ich eher dazu tendieren, Folgendes zu tun. Pass mal auf, dass wir hinten die Raumstation abschließen. So, zack. Construction. Zack. Wo ist mein Port? Da. Zack. Und sagen, wir packen dort tatsächlich einen Inflatable Storage Module drauf, dass wir für Liquid Fuel und Oxidizer einstellen. Gibt es das auch ohne Ohr? Scheinbar nicht. Schade. Okay, also wir hätten ein bisschen Verschnitt durch dieses. Material Kits habe ich schon vorbereitet. Also Material Kits ist hier der erste Speicher, der ist auch schon befüllt. Und dann würde ich noch gucken, vielleicht machen wir dann zwei Tanks, einen auf das Modul, einen auf das Modul und machen die nur halb voll, dass wir Material Kits auch speichern können. Mostly German. Inflatable Storage Mode. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass wir wahrscheinlich hier sehr viel Verschnitt haben werden. Vielleicht können wir hier. Was ist denn mit so einer Truss? Das habe ich auch noch nie benutzt. Aha. Mini-Truss. Okay. Truss. Was kann man denn mit diesen Truss-Dingern machen? Die habe ich so auch noch nicht eingesetzt. Fuel Power Waste Heat and Kerbals. Okay. Was wäre, wenn? Muss mal kurz ein optisches Experiment machen. Achso, das ist tatsächlich so ein Aufsatz, ne? Ja. Zack. Okay. I see. Was wäre denn, wenn wir hier ein längeres Modul machen oder ein schmaleres? Okay, was kann das? Scale. Okay, das ist einfach jetzt erstmal nur eine Verbindung irgendwo hin. Die Überlegung wäre dann zu sagen, dass man hier irgendwo. Ja, da können Kerbals durch, genau. Dass man hier hinten irgendwo so einen Ausleger macht, an dem der ganze Storage-Kram rankommt, damit er nicht so hässlich in der Gegend rumoxidiert. Weil für Fuel-Speichern sind die kleinen Taschen ja gar nicht schlecht, ne? Strukturelle Parts. Aber einfach was ranklatschen ist auch doof. Mach sie doch sternförmig. Das verstehe ich gerade nicht. Aber man kann es mir. Oh, völlig übertriebene Truss. Okay. Das ist es noch nicht, was ich suche. Ich suche noch irgendeine optisch schöne Möglichkeit, die. Oh, jetzt habe ich natürlich hier richtig zugeschlagen. Wir könnten hier natürlich auch noch ein Modul dazwischen klatschen, ne? Rundherum angesetzt, sodass beim Aufpumpen sternförmig aussieht. Ach so. Ja, oder, das war gerade meine andere Überlegung, dass wir sagen, wir setzen hier noch ein Modul rein. Also wir beenden tatsächlich hier die Raumstation der Länge nach. Ich glaube, die ist auch groß genug, ehrlich gesagt. Und machen hier. Sowas in die Richtung. Lass mich mal kurz gucken. Aber da wären die Truss wieder interessant. Sozusagen aus
hygienischen Gründen und weil niemand in der Nähe von explodierendem Treibstoff sein möchte. So. Macht man hier so ein Modul dazwischen. Aber das können wir ein bisschen größer nehmen, weil dann sieht es gar nicht mehr so schlimm aus, wenn es da hinten wäre. Dass wir sagen, wir machen hier unsere Speichermodule tatsächlich hinten gestackt drauf und beenden das auch mit einem Construction Docking Port, sodass wir potenziell weitere Speichermodule später anschließen können. Weil dann haben wir einen Wartungszugang, mit dem wir rauspumpen können. Und haben das Ganze aber auch mal sinnvoll ausgelagert und sieht optisch auch gar nicht so schlecht aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, was man eigentlich reinpacken kann. Achso, ja, das ist nur die Textur. Alles klar, das können wir gleich noch machen. Xenongas, Argongas, Liquid Fuel und. Und da passt einiges rein. 1350 Liquid Fuel. Interessant. Interessant. Wir brauchen einen Container für Mulch. Das stimmt. Da stimme ich dir zu. Das sieht echt nicht schlecht aus, ne? Und vor allen Dingen, wir können verschiedene Sachen konfigurieren. Wir können uns gleich mal noch überlegen. Ich glaube, am Anfang werden wir dann mal so drei Module mitnehmen. Und dann machen wir hier nämlich die nächste Trennung rein. So. Also ich will das halt in Einzelmodule verpacken, die wir gut transportieren können. Ne? Das ist die Idee dahinter. Deshalb diese ganzen Construction Ports dazwischen, weil ich möchte dann also quasi das hier wird einzeln nach Duna transportiert, das wird einzeln nach Duna transportiert, das Mittelteil, die Außenteile werden einzeln nach Duna transportiert, sodass wir im Duna-Orbit dann den ganzen Kram erst zusammensetzen, weil das kriege ich so, also man kriegt alles irgendwie in die Luft, aber sinnvoll ist wieder eine ganz andere Nummer. Sodass wir das nach und nach rüberbringen könnten. Wenn mir meine Rakete zwischendurch versagt, ich nicht so einen großen Totalverlust habe, sondern hoffentlich nur relativ wenig. So, lasst mich mal kurz gucken. Lasst mich mal kurz gucken. So, jetzt haben wir hier drüben noch ein Modul frei. Und, das Mulchthema. Das Mulchthema nochmal aufnehmen. Ich glaube, wenn wir einen Life-Support-Tank in groß mitnehmen, dann ist dort auch Mulchspeicherplatz. Aber nicht besonders viel. Ha. Ich würde das aber tatsächlich gerne. Habitat ist wo? Also hier ist schon ein bisschen Habitation. Ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen mehr Habitation gleich mitnehme. Also ob wir das Kirbitat einfach nochmal klonen, um möglichst lange operieren zu können. Aber das schauen wir uns gleich an. Ich überlege gerade, ob. Das wird auch ein bisschen voll, ne? Das wird auch ein bisschen voll. Was wäre denn, wenn wir die Taschen tatsächlich nutzen? Kann man die Dinger umstellen? Jetzt lass mich mal kurz was gucken. Kann man die Dinger auf Mulch einstellen? Gut, das sind irgendwie Tanks, ne? Na gut. Okay, zur Kenntnis genommen. Kann man nicht. Ha. Mal gucken, was es noch so alles an Aufblasbar gibt. Inflatable. Inline Inflatable Float. Inflatable Storage Photovoltaik Panels. Man kann nicht rausgucken. Doch, an ein paar Stellen kann man rausgucken. Wir können das später noch mit Cupulas übersehen, wenn ihr möchtet. Ich wollte jetzt nur erstmal am Anfang gucken. Wir sind jetzt bei 38 Parts. Das ist relativ cool für eine Raumstation. Ich würde halt gerne insgesamt so bauen, dass die Raumstation, wenn sie nachher zusammengesetzt ist, sich innerhalb des 100-Part-Rahmens bewegt. Damit wir einfach, wenn wir an der Raumstation agieren, nicht immer so einen riesen Leck haben. Deshalb bin ich im Moment ein bisschen sparsam. Aber ja, wir können noch Cupulas anbauen, damit man später auch rausgucken kann. Aber es gibt auch, guck mal, es gibt auch in den Docking-Hitchhiker-Containern gibt es kleine Fenster. Also es ist jetzt nicht so, als ob man nichts sehen könnte. So, die Überlegung wäre jetzt, guck mal, wir haben jetzt Current Crew 6 Jahre. Okay. Wir würden gerne, ich glaube, ich würde gerne am Anfang
mal dafür bauen, dass wir potenziell 1, 2, 3, 4 Leute reinsetzen können. Da sind wir jetzt bei einem Jahr und ein bisschen. Okay. Das ist noch ein bisschen dünn. Ah, okay. Hier können wir die noch umstellen, was die tun. Ne? Okay. Hab kommen. Hab 20 Jahre. Aber auch nur noch eine Person. Hä? Wo sind die alle hin? Ich wollte schon sagen, warum funktioniert das so gut? Hallo? Okay, jetzt nehmen wir mal ein zweites Ding. Labor habe ich noch nicht. Nee. Labor kommt noch. Jetzt machen wir, aber wir machen erstmal gerade die Wohnstätte fertig. So, zack. Jetzt machen wir hier Previous Config. Nee. Was hat der jetzt? Der hat Headquarters. Und der kriegt jetzt Habkommen. Richtig? Richtig. So. Warum ist das jetzt so komisch für zwei Leute? Für vier? 5 Jahre und ein bisschen. Okay. Ja, Antennen kommt auch noch. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Also. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir jetzt hier nämlich zwei Habitation-Dinger. Ich überlege gerade, wollen wir die potenziell noch erweitern oder wollen wir die potenziell abschließen? Die Option wäre nämlich hier zu sagen, hatte ich nicht irgendwo so ein Airlock? Irgendwo hatte ich sowas. Hey, ein Update für Razer Synapse steht zur Verfügung. Vielen lieben Dank. Nope. Möchte ich nicht. Das Zeug auch noch nicht. Live Support Gedöns. Können natürlich die Live-Support-Sektion auch noch um einen Live-Support-Recycler erweitern. Fällt mir da gerade mal ein. Der hat nämlich auch eine sehr, ja, 79%. Achso. Agri. Welches ist richtig? Agrikultur. Ich suche Agrikultur S, Agrikultur D, Agroponics. Cultivate S. Cultivate D, Dirt Water Fertilizer. Das muss ich nochmal gucken. Next Config. Aber das ist Agroponics hat man immer, oder? Also im Prinzip wollen wir einfach nur Agroponics haben. Ich glaube, die hat man scheinbar immer. Müssen wir gleich mal testen. Ah! Agroponics, Dankeschön. So. Eine Kuppel als Abschluss der Wohneinheit. Eine schöne Idee tatsächlich. Gucken wir doch mal, ob das so tut. Schön wäre es natürlich, wenn wir eine große Kuppel draufsetzen könnten. Also das wäre die eine Variante, zu sagen, man schließt das mit so einer Kuppel tatsächlich ab. Also mit einem Cupola-Modul. Alternativ hätte ich die hier. Da ist jetzt die große Frage, ob ich die... Okay, wartet. Das ist eine Nom-O-Matic-Kuppel. Will er den jetzt nicht? Die kann man natürlich auch nehmen. Da sitzt aber, glaube ich, keiner drin, oder?
Also das wäre schon mal, also auch wenn die jetzt gerade schlecht angebaut ist, irgendwas passt da gar nicht. So, so ist besser. Also das wäre die eine Variante. So. Das ist dann, da könnte man sogar noch Agrikultur drin betreiben. Dann wäre eine andere Variante die kleine Normomatic-Kuppel, die man hoffentlich hochskalieren kann. Kann man nicht. Schade. Die sieht dann ein bisschen doof aus. Die Observation-Cupula. Zeigt, die man auch nicht skalieren kann. Okay, schade. Schade, schade. Und die Viewing-Cupula, die man auch nicht skalieren kann. Okay, das heißt, letzten Endes bleiben uns dann als Auswahl die Cupula, die ehrlich gesagt ein bisschen plump aussieht, muss ich sagen. Oder die ist dann zwar nicht wirklich eine Viewing-Cupula, aber sie kann vor allen Dingen auch Mulch speichern und Supplies und Fertilizer, was prinzipiell nicht schlecht ist. Und wir können da ein bisschen Sachen anpflanzen und wir hätten so einen kleinen grünen Garten nach außen. Das hat optisch auf jeden Fall einen Reiz, finde ich, und würde das schön abschließen. Ich mache das mal auf der anderen Seite auch ran. Wartet mal. Erstmal Teile. Das Schöne ist, der Part-Count geht dadurch auch nicht hoch. Okay, das muss ich nochmal neu in die Hand nehmen. Jupp, jupp, jupp. Blumen auf dem Fensterbrett. Schick. Genau, das trifft es. Blumen auf dem Fensterbrett. Nee, aber das schließt vor allen Dingen auch echt. Also, was ich schöner finde als mit der. Warum hat er sich jetzt so? Was ich schöner finde als mit der Cupula vom Raumschiff, ist, das schließt hier schön bündig ab. Das sieht einfach sehr vernünftig aus. Also es hat optisch echt was Schickes. So, wir können auch direkt Fertilizer einfüllen. So. Und Life Support. Fertilizer rein. So. Gut, dann hätten wir das schon mal. Jetzt käme der Punkt mit eine Richtung müsste auf jeden Fall ein bisschen in den Bereich Forschung gehen. Also wir wollen ja, ach so, wir haben ja auch einen, hoho, wir haben ja einen Auftrag für das Ding. Wir können einfach mal gucken, was die eigentlich von uns wollen. Also, Duna Orbit, bla bla bla, so weit, so schlecht. Include Cupula, optional. Okay, wir sollten noch Cupulas anbauen. Wir wollen ja auch die optionalen Sachen mitbringen. Vier Kerbals sollte auch kein Problem sein. Have Supplies, jawohl. Complete one of the following, include a mobile processing lab, MPLLG2. Das hätte ich so oder so mitgenommen, aber wir müssen es tatsächlich auch machen. Gut, lasst uns loslegen. Als erstes den Adapter. Ah ne, als allererstes den Adapter. Zack. Ich baue es jetzt mal nach oben. So, und das Ganze sollte irgendwo im Science-Bereich für uns unterwegs sein. Dachte ich, oder? Mobiles Processing Lab. Zack. So. Hä? So oder so? Schwierig. Ich glaube, so ist schöner, dann kann man die Raumschiffe sehen, die angedockt sind. So. Okay, das können wir, glaube ich, zuklappen. So, und dann würde ich wahrscheinlich da oben irgendwie ein, zwei Octocores draufsetzen. Damit wir Experimente mitnehmen können. Hoffe ich zumindest. Mal gucken, wie viele wir eigentlich im Wedge-Format mittlerweile haben. Es sind gar nicht so viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, wir können wahrscheinlich irgendwas rauslassen oder woanders anbauen. Schauen wir mal.
Asteroid Only Experiment, siehst du da mal schon eins raus. Gorset can only be used from high orbit. Ich weiß nicht, ob 140 Kilometer high ist. Aber im Zweifelsfall können wir die Station ja einmal steigen lassen, bis sie auf high ist. So. Magnetometer geht immer. Die Experimente absprengbar machen. Das ist ein schönes Argument. Weil die echt viele Parts haben. Ja, ich baue sie jetzt erstmal fertig, aber du hast recht, das kann tatsächlich. Obwohl, nee, es macht eigentlich sogar wenig Sinn, weil wir immer wieder mal auch Aufträge kriegen könnten. Mach mal Folgendes auf Duna. Dann wäre es natürlich schade, ne? Wenn wir die Experimente nicht mehr haben. Wir gucken mal, auf was für ein Partcount wir rauskommen. So. Mystery Goo. Orbitales Teleskop. Ganz, ganz wichtig. Da kann man auch ein bisschen rausgucken. Pressmart. Too hot. Zack. RWPS-Antenne. Ja, gerne. Das gute alte Science Junior. Zack, und der Soil Moisture Scanner. Jawohl. Immer wieder gern benutzt. Sehr schön. Da haben wir hier ein schönes Science-Modul. So, jetzt können wir noch überlegen, ob wir hier noch irgendwie. Was könnte man da noch dazwischen bauen? Wo stehen wir denn? 54 Parts. Okay, das ist relativ in Ordnung. Das sieht doch bisher gar nicht so schlecht aus. Wir müssen da irgendwie noch einen Abschluss oben finden, sauberen. So. Zack. So medium hübsch, ne? Ich überlege gerade, ob wir da nicht noch einen Container dazwischen machen, um es optisch ein bisschen aufzuwerten und gleich noch Speicherplatz zu kriegen für Dinge. Wie sieht das aus? Ist es zu länglich oder kann man das schon so machen? Was sagt ihr? Ich finde, das geht eigentlich noch, oder? Und dann könnten wir gucken, ob wir nicht da einen großen Mullspeicher machen. Ein Reaktor für den Notfall. Ja, ein Reaktor ist wahrscheinlich nicht falsch. Geht so, ne? Ja, ich finde das auch optisch nur so mittelprächtig. Aber wir müssen irgendwo die Sachen speichern können. Ich überlege gerade, was brauchen wir denn noch auf so einer Station zum Speichern? Also wir haben jetzt zwei Speicher für Material Kits. Buh, zwei Speicher für Material Kits. Wir haben Live-Support mit Mulch. Eigentlich stehen wir ganz gut da, ne? Den Container unten drunter. Ja, mal probieren, wie es optisch aussieht. Hat jetzt an Schönheit nur so eingeschränkt gewonnen. Supplies haben wir eigentlich drauf und mit dem Recycling müssten wir relativ lange durchhalten. Wir haben jetzt genug, dass
zwei Leute 26 Jahre essen können. Ich glaube, das wird reichen. Tja, also ehrlich gesagt macht der Container mich unten drunter auch nicht glücklicher. Es sieht halt irgendwie. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es das noch nicht zu 100%. Aber so finde ich, sieht es auch ein bisschen arg kurz aus, oder? Obwohl eigentlich ist es ein schönes Forschungsmodul. Vielleicht sollten wir da einfach keinen Container reinbauen. So. So. Monoprop, die Geschichte habe ich gesehen. Wir können natürlich mal gucken, dass wir einfach einen von denen hier umstellen auf potenziell kann man hier Monopropellant speichern. So, zack. Dann hat der hier Monopropellant. Und jetzt können wir uns noch überlegen, was man hier noch reinmachen könnte. Wir könnten natürlich hier hinten einen großen Kackespeicher machen. Mit Mulch. Da geht einiges an Mulch rein, ne? 15.000. Da könnte man eine Weile was reinspeichern, auf jeden Fall. Da würde nichts verloren gehen. Gehen wird's schon. So, also. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Das Modul meine ich, das Forschungsmodul. Ich bin noch nicht sicher, ob wir es oben abschließen. Doch, ich glaube, wir schließen es mit einer Cupola ab, um unsere. Um unsere Vorgaben zu erfüllen. Warum ist diese Cupola so komisch zu mir? Jüt. Irgendwie will er sie gerade nicht attachen. Warum tust du das? Macht es überhaupt Sinn, die Agroponic-Copulas mitzunehmen, weil der Modul so doch eigentlich locker das Zeug umwandeln können? Die Agroponic-Copulas sind eher für die Optik als für die Funktionalität. Wenn wir aber mal später sehr viele Kerbals haben, sieht auch gar nicht so hübsch aus, ne? Wenn wir mal später sehr viele Kerbals haben, können wir die aber noch mit dazu schalten. So. Jetzt lass mich was testen. Ich würde das Ding jetzt nämlich mal ein wenig versenken, dass wir das optisch hübsch hinbekommen. Guck mal. So haben wir doch eine hübsche Viewing-Coppola, oder? Die nach und nach was aussieht. So kann man das doch machen. Ein schöner Abschluss an der Stelle fürs Forschungsmodul. So. Jetzt überlege ich gerade, ob wir. Kannst ja Beleuchtung ranmachen. Ja, tatsächlich könnte man überlegen, ob man hier zwei Lampen setzt, die links und rechts die Station beleuchten. Weil dann wäre das nicht. Wir sind jetzt vom Part Count bei 56. Das sieht immer noch sehr gut aus. Passt mal auf. Und zwar so, dass man sagt, man nimmt hier zwei Lampen her. Auf der Höhe. Und dann müsste man eigentlich ganz gut die Station ausleuchten können. Zack. Wenn wir die anmachen, müsste das ganz schicki sein. Weil die Leuchtkegel sind ja. Also wir haben so im Nahbereich dann kein Licht, aber interessiert ja auch keine Sau. So. Die Helme funktionieren hier immer, witzigerweise. Nur bei HKK ist irgendwie kaputt. So, und jetzt hatten wir da unten noch einen weiteren Baupunkt. Und den. Reaction Wheel, ja, Reaction Wheel ist hier vorne verbaut. So, und den würde ich tatsächlich. Wollen wir den schon besetzen?
Oder lasse ich den noch frei? Brauchen wir noch irgendwas echt Relevantes? Wir haben jetzt Habitation. Supplies habe ich mit dabei. Supplies sind hier. Habe ich nicht. Warum nicht? Ich wollte Supplies anbauen. Habe ich die nicht angebaut? Scheinbar habe ich sie nicht angebaut. Okay, da sind keine Supplies, da ist nur Fertilizer.